Heute wollen wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, was aus Brexit resultiert. The gift that keeps on giving. So ein Thema, wo wir, glaube ich, lange Zeit nicht wussten, was die Konsequenzen sind. Und zwar geht es um das EU Frontier Worker Permit. Sebastian, führ uns doch mal kurz in diese Thematik ein und warum das in Bezug auf Brexit so unglaublich wichtig geworden ist. Ja, gerne. Also, wir haben ja immer wieder Mandanten, die hier in UK auf den deutschen Weihnachtsmärkten arbeiten. Jeder, der schon mal hier in UK gewesen ist, zur Weihnachtszeit, der weiß, da gibt es sehr viele. In London, ganz bekannt, Winter Wonderland. Dann gibt es sie in Manchester, in Edinburgh, die gibt es eigentlich überall in UK. Und die deutschen Anbieter gehen natürlich da sehr gerne hin, weil die Engländer natürlich, no comment, natürlich so blöde sind, dass sie für so eine olle Wurst da auch noch 5 Pfund bezahlen. Ja? Die verkaufen in Deutschland nur für 2 Euro. Ja? Aber die Engländer legen halt richtig dorthin. Ja? Deswegen ist natürlich hochattraktiv gewesen für die deutschen Anbieter. Nicht nur die Würstchenverkäufer, auch Schausteller und alles Mögliche. Ja? Glühwein, keine Ahnung, alles Zeug da. So, jetzt war natürlich dann die Sache mit Brexit und im Grunde genommen darf man ja dann auf einmal nicht mehr in UK arbeiten, so unter normalen Voraussetzungen. Ja? Das heißt im Grunde genommen, man muss sich das so vorstellen letztlich, dass viele dieser Anbieter letztlich monatelang in der Wintersaison im UK zugebracht haben und von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt getingelt sind. Ja? Und jetzt auf einmal war dann Brexit und die Panik war groß, denn man hat eigentlich festgestellt, naja, also wie kann ich jetzt noch auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen? Geht ja im Grunde nicht mehr, vor allem mit den gängigen Visas, die ja nicht existent sind, mehr oder weniger. Mhm. Zumindest mit den bekannten Visas, denkt man zunächst mal so, damit hat sich das Ganze jetzt erledigt. Ist das denn was, worüber sich die Behörden in the UK, waren die sich bewusst, dass das so eine Konsequenz? Oder war das so, ups, das hatten wir eigentlich nicht eingeplant? Ja, also man muss ja doch sagen, dass die konservative Regierung in UK ja doch wirklich sehr, ich sage mal, fremdenfeindlich ist, muss man einfach so sagen. Das heißt, generell wurden ja alle möglichen Visa-Kategorien hier viel zu wenig durchdacht, zum Teil auch gestoppt. Also man hatte ja zum Beispiel im UK eigentlich ein Rentner-Visa, wo wohlhabende Rentner zum Beispiel hier dann sich niederlassen konnten, die jetzt Privatvermögen haben, wurde ja auch gestoppt. Jetzt nicht unbedingt nach Brexit, aber kurz davor. Ja, also da gibt es viele so Beispiele. Also ich weiß nicht, ob Sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben oder bewusst das eigentlich so in Kauf genommen haben, billigend, dass da dann hier solche Konsequenzen drohen. Ja. Man weiß es nicht. Okay. Aber zum Glück gibt es ein Konstrukt, was trotzdem Schaustellern, Anbietern aus Deutschland und auch aus anderen Ländern erlaubt, in England zu arbeiten. Und zwar ist es das Frontier Worker Permit Scheme. Erzähl uns doch ein bisschen dazu was. Genau. Also im Grunde genommen kennt man es ja auch letztlich, zum Beispiel, wenn man jetzt im deutschen Grenzgebiet zur Schweiz wohnt. Das ist eine sogenannte Grenzgängerbewilligung. Und das ist genau dieses Frontiers Working Permit Scheme auch. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie eben unsere Mandanten, die Schausteller sind, die Würstchen verkaufen, die leben ja in Deutschland, es ist nicht so, dass sie in England leben. Die sind ja einfach dann ein paar Wochen, Monate im Jahr dort. Diese können genau diese Grenzgängererlaubnis beantragen und haben sogar ein Recht darauf, wenn sie eben vor dem Brexit schon auch in UK gearbeitet haben, de facto als Grenzgänger. Ja, das heißt, alle diese Schausteller, Würstchenverkäufer und so weiter, die schon davor letztlich in den UK gegangen sind, jedes Jahr, die dürfen das gemäß dem Exit Agreement zwischen UK und der EU auch weiterhin tun. Aber anstatt, dass sie das den Pre-Settled-Status beantragen, müssen sie eben diese Frontiers Workers Permit beantragen. Und damit können sie dann weiter im UK arbeiten. Und zwar gilt es sowohl für Selbstständige, das heißt für die Eigentümer, als auch für Mitarbeiter, die diese Unternehmen haben. Aber ganz zentral ist, dass Sie schon vorher mal in England gearbeitet oder in UK gearbeitet haben. Ja, ich habe jetzt nochmal hier gerade hier das Dokument aufgemacht von der britischen Regierung. Also man muss vor dem 31. Dezember 2020 im UK gearbeitet haben als Grenzgänger.
Ja. Und dann, nur dann kann man letztlich hier, hat man hier einen Rechtsanspruch gemäß der Vereinbarung zwischen UK und EU auf diesen Frontier Worker Status. Okay. Jetzt ein sehr schönes Beispiel dazu, worüber wir uns schon unterhalten haben, ist the Birmingham Christmas Market. Erzähl uns doch so ein bisschen, was deine Erfahrungen da waren, wenn es um the Frontier Worker Permit Scheme geht. Genau, also es ging eben letztlich hier auch genau um diesen Sachverhalt, und der hatte eben letztlich, gerade dieser Weihnachtsmarkt in Birmingham, der hat dann eigentlich auch hier relativ viel, ich sage jetzt mal, Berichterstattung zur Folge gehabt, auch in UK. Und da hat ja dann eben eine britische Anwaltskanzlei letztlich das Ganze mal aufgerollt und hat dann mit etlichen deutschen Anbietern hier, ich glaube, die haben in einem Jahr 100 oder 200 dieser Frontier Worker Status Permits dann besorgt für, oh, wow, für diese Schausteller oder für diese Würstchenverkäufer, und haben eigentlich damit diese ganze Möglichkeit überhaupt so ins öffentliche Gedächtnis oder ins öffentliche Bewusstsein, sage ich mal, hier gebracht. Ja. Und wie gesagt, das geht letztlich für jeden, der davor in UK gearbeitet hat. Aber eben, wir kennen das selbst eben, wir haben auch viele Mandanten, die auf den Weihnachtsmärkten gearbeitet haben. Für die ist es ganz besonders, also für so saisonale Kräfte besonders gut. Wenn man jetzt jemand ist, der davon betroffen ist, wie plant man denn am besten und was ist die beste Informationsquelle für solche Dinge? Also grundsätzlich, wir haben natürlich auch einige Informationen auf unserer Webseite zu dem Thema. Das ist ganz klar, da kann man auf jeden Fall was finden. Wir sind jetzt natürlich keine Anwälte für britisches Einwanderungsrecht. Wir haben aber natürlich Kontakte zu solchen Anwälten, die entsprechend dann eine solche Permit besorgen können. Unsere Mandanten sind in der Regel diejenigen, die dann hier steuerliche Betreuung benötigen für diese Tätigkeit in UK. Da gibt es natürlich dann Dinge zu tun, wie gründe ich jetzt eine Limited, melde ich mich als Self-Employed im UK an, also melde ich letztlich ein Gewerbe an, was ist mit Umsatzsteuer und diese ganzen Punkte. Ja. Das ist dann das, worum wir uns kümmern. Mhm. Und ich würde also jetzt mal grundsätzlich sagen, Daumen hoch, man kann wieder in UK gehen und Würstchen verkaufen. Ich würde nur sagen, Interessenten sollen sich relativ frühzeitig melden. Jetzt, also im Grunde genommen, jetzt, wir haben jetzt gerade hier, sage ich jetzt mal, Frühsommer ist natürlich eine gute Zeit, diese Permit zu besorgen, weil da ist nicht so viel los. Wenn es dann natürlich dann näher an die Weihnachtsperiode drankommt, kann man sich vorstellen, dass dann hier die Behörden überrannt werden. Also die Permit ist 5 Jahre gültig, man kann die jederzeit beantragen. Ich würde es so schnell machen wie möglich. Wir können dann die ganze steuerliche Beratung machen und können natürlich auch hier den richtigen Anwalt für die Permit empfehlen. Also ich würde sagen, bei uns melden, Beratungsgespräch buchen und dann kann man wieder hier das ganze UK-Business anfahren, wenn man Würstchen verkauft oder anderweitig auf den Weihnachtsmärkten präsent sein will. Oder ganz generell natürlich, auch wenn ich jetzt Küchen einbaue oder Handyman sein will oder sonst irgendwas, und es schon davor gemacht habe, kann ich es natürlich auch nutzen, ist ja klar. Die Informationsquellen, du sagtest, ihr habt viele Informationen auf eurer Website. Gibt es aber auch eine offizielle Website, wo man sich über solche Dinge informieren kann? Ganz klar, also mal einfach googeln nach Frontier Workers Permit. Da gibt es von Seiten der britischen Regierung leicht erklärte Broschüren, die man sich anschauen kann. Und wo man sich das Ganze genau dann nochmal vor Augen führen kann. Also die ganzen Bedingungen, also zum Beispiel, was weiß ich, dass man nicht mehr als 180 Tage in UK ist und dort arbeitet und so weiter und so fort. Super, du sagtest Thumbs up, Daumen hoch, man kann weiterhin in UK arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Satz, auf den wir diesen Podcast abschließen können. Vielen Dank, Sebastian, absolut, für deine ganzen Informationen. Danke dir, gell. Tschüss. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.